alles fake. Da war wohl der Dreck von den kleinen China-Fingern noch drunter. Fucking shit. Scheiße. Oh, Moment, das Mate 30, nein, nein, das Mate 31 Pro statt für 3.520 Euro. Jetzt nur für 111 Euro? Das muss ich haben. Denn das kann ja nur gut werden. Fuck! Na, Lexi, Lexi. Nam, 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 nam. Hey, ihr Neujahrsvorsatzverkacker und willkommen zu einem kleinen, aber feinen Video meinerseits. Wisst ihr, eigentlich wollte ich nach dem Jahreswechsel frisch in den Start von 2020 mit einem anderen Video einsteigen. Aber wie das halt so ist, manche Partner, die scheißen auf Verträge und Absprachen und Zusagen. Und deswegen liegt es jetzt an mir, etwas Neues zu machen, auf die Schnelle etwas Schlappiges schnell zu produzieren und rauszuhauen, nur um etwas zu haben, um euch glücklich zu machen und dann im Nachhinein sagen zu können, ach, war doch alles gar nicht so schlimm, wenn dann der Content rauskommt, der dann eigentlich für dieses Mal gedacht war. Toll, dieses YouTuber-Leben, oder? Nun, was haben wir diesmal? Etwas, was in den USA gebannt wurde. Von einem Typen, der nichts Besseres drauf hat, als seine Haare richtig beschissen zu kennen. Und zwar geht es diesmal um... warte. Ah, das Mate 31. Von... Holst du dir sicher? Ihr wisst, das Mate 30 bzw. Mate 30 Pro ist seit Ende letzten Jahres zu haben. Die China-Schrottler haben natürlich nicht lange auf sich warten lassen und gesagt, geil, wir machen das Mate 31 und zeigen euch da draußen, wie geil schlechte Technik sein kann. Lasst doch mal gucken, was uns erwartet. Diese wundervolle, farbenfrohe Box zeigt absolut nichts. Bis auf das hier. Fuck, das ist ja wie in so einem Schuhladen. Ach, vielversprechend also. Lass mal gucken. Ach. Jesus Christ. Was haben wir noch so in der Box? Es kann nicht wahr sein. Es ist immer... Oh, feel the cheapness. Aber noch USB-C-Kabel, das ich auf jeden Fall nirgendwo anstöpseln würde. Und ein EU-Stecker? Das hat Seltenheitswert. Wow. Würde ich trotzdem nirgendwo nutzen. Es sei denn, ihr findet es geil zu sterben. Eine Hülle. Oh, gleiche Scheiß wie immer. Okay. Leer. Was sagt uns denn das Klopapier? Users Manual. Wieso? Ah, für jedes Auge eine. Ach, Entschuldigung, ganz vergessen. Falls man zu faul ist, diese Seite hier umzudrehen, kann man einfach so beide Seiten untereinander legen. Ich hasse es! Switch off in hospitals. Do not use the device where blasting is in progress. Use quality Equipment. Da kann man schon mal nicht euer eigenes benutzen, ihr Ficker. Road Safety comes first. Zumindest in Deutschland gilt das nicht, denn hier darf man saufen und Auto fahren. Oh Gott. Kümmern wir uns also um dieses Scheißding hier. Das hier ist das Mate 31 Pro von ja, ne? Zugegeben, echt schön. Die Farbe macht es. Es ist nur echt schwer. Und da steht... Oh... Oh, ihr kleinen Fick. Werdet ihr gleich sehen. Moment. Oh. Schlampig drauf gemacht wurde, weil sie überall Blasen hat. Wahrscheinlich ist da sogar was drunter. Da war wohl der Dreck von den kleinen China-Fingern noch drunter. Oh. Das sind nämlich Farben, die man so sonst nicht so sieht. Das ist ein schönes Lila. Props an die China-Schrottler. Schönes Lila. Thanks. Aber lass doch mal im Detail gucken. Leica? Na, Moment. Laioa Sumilux AH1A. Was? Oh Gott. Aber oh, wenn ich das sehe, guck dir das an. Seht ihr das? Seht ihr das? Da. Diese Linse da oben ist echt. Die drei hier sind fake. Die haben nämlich einen schwarzen Nippel als Linse. So ein bisschen wie diese Spielzeugwaffen für Kinder im Spielzeughandel, die dann vorne so einen orangen Nippel drauf haben, damit man sieht, dass es eine Spielzeugwaffe ist. Alles fake. Und das hier ist ziemlich wahrscheinlich auch alles fake. Fuck! Scheiße. Genauso ist es auch mit vorne. Alles, was ihr hier seht, ist fake. Bis auf diese winzig kleine Lochkamera von Spielzeugpuppen aus dem Jahre 1990. Der umlaufende Edelstahl-Optikrahmen ist schön. Und Knöpfe bzw. Anschlüsse sind sonst genauso asymmetrisch wie bei all den anderen Herstellern auch. Well, lass doch mal anmachen. Mach schon. Ja, ja. Wow. Welcome. Oh, mein Furz klang dagegen besser. Wow, look at that. Premium Content. Das ist halt stinknormales Android. Altes Android sogar noch dazu. Und wisst ihr was? Ich kann euch hier einfach mal die besten Funktionen dieses Telefons zusammenfassen. Und zwar Nummer 1. Ja. Und Nummer 2.
Ja, na gut, okay. Will ich mal nicht so sein. Es gibt wirklich eine Sache, die interessant ist. Und zwar Fingerprint. Wer jetzt denkt, hä? Wo soll denn hier ein Fingerprint-Sensor sein? Nun, und zwar Touchscreen Fingerprint. Ich dachte mir, what the fuck? Aber ja, wenn wir mal das Telefon sperren und wieder entsperren, dann mit meinem Daumen sieht es so aus. Oh, Halleluja! Auch die Atheisten gehen auf die Tische und denken sich, yes! Warum auch immer hat es in dieses Telefon ein unter dem Display Fingerabdrucksensor geschafft oder vielleicht etwa eine billige Abart, die man so noch nicht kennt und irgendwie anders funktioniert. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist hier der ganze Preis dieses Telefons von sage und schreibe 111 Euro reingegangen. Was ist das Erste, was ihr macht, wenn ihr ein Telefon anschaltet? Genau, ihr öffnet die Kamera-App und zieht euch erstmal rein, wie geil die Kamera ist. Ich meine, hey, wir haben doch hier insgesamt 4 fucking Linsen, beziehungsweise eine Scheißlinse. Hier mal ein Foto mit der Frontkamera und hier mal ein Foto mit der Hauptkamera. Richtig nice, oder? Richtig fucking shit. Ja, und das ist alles, was ihr zu diesem Ding wissen müsst. Es kann, oh Gott, es kann, fuck! Und was ihr bei solchen Telefonen auf keinen Fall machen solltet, auf keinen Fall, niemals eure Accounts angeben bei Apps wie zum Beispiel Play Store, Facebook, E-Mail oder wie die Dinge alle heißen oder sogar YouTube. Die meisten Apps, die hier drauf laufen, sind nicht echt. Wenn ihr es also macht und euch im Nachhinein beschwert, warum all eure Nacktfotos oder sonst was weg sind, eure Passwörter, Bankkonten, bliblablub, dann seid ihr selber so dumm gewesen und habt bei so einem Schrotttelefon eure echten Kontaktdaten in diese Apps eingetippt. Das Einzige, was ihr damit machen könnt, ist entweder nicht kaufen oder instant wegschmeißen oder auf betrügerische Art und Weise auf der bekacktesten Plattform der Welt verkaufen, eBay. Denn solche Teile sollten nicht gekauft werden. Ihr kriegt für das Geld deutlich bessere Geräte von etablierten Plattformen und etablierten Herstellern, die wenigstens ein bisschen darauf achten, was sie mit diesen seltenen Erden und mit all diesen Ressourcen Scheißdreck machen, als solche No-Name-Dinger hier, die sowas rausballern, nur des Geldes wegen. Nur weil sie einfach wissen, dass Idioten da euch vor dem scheiß Smartphone oder Computer sitzen und sich denken, geil, ich brauche ein Mate 31 in Purple, weil es kostet nicht 12.000 Euro, sondern 100 Euro. Und dabei ist das Ding ja nicht mal 5 Euro wert. Oh, fuck.